Feuerwehrleute fanden den Verwundeten im Treppenhaus eines Hochhauses im Jenkelweg. Aus einer Wunde am Bein blutete er zeitweise so stark, dass Lebensgefahr bestand. Der Mann war aber ansprechbar und konnte wenig später im Krankenhaus notoperiert werden. Zeitgleich begann eine Großfahndung nach dem Schützen, an der auch der Polizeihubschrauber und Diensthunde beteiligt waren, jedoch ohne Erfolg. Am Tatort suchten Beamten danach nach Spuren und Projektilen. Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt, sodass einige Anwohner zeitweise nicht in ihre Wohnungen zurückkehren konnten. Sie wurden vorübergehend in einem Hochbahnbus untergebracht. Die Hintergründe der bewaffneten Auseinandersetzung sind noch völlig unklar.